Seit 60 Jahren schreiben die Rolling Stones Musikgeschichte. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Vor 2 Jahren starb Schlagzeuger Charlie Watts und Gitarrist Keith Richards plagt inzwischen eine Entzündung der Fingergelenke. Das hat die Stones um Frontmann Mick Jagger nicht davon abgehalten, ein neues Album aufzunehmen. Hackney Diamonds heißt es und ist heute erschienen. Die Rolling Stones sind wieder da. Gestern Abend in New York auf der Bühne mit Lady Gaga. Ein Vorgeschmack auf das Album, das heute rauskommt. Schon im September hatte die Band die neue Platte Hackney Diamonds angekündigt. Es ist das erste Studioalbum mit eigenen Songs seit 18 Jahren. Wir wollten nicht einfach irgendwas produzieren, wir wollten es wirklich lieben. Die Leute werden es mögen oder auch nicht. Fans schon am frühen Morgen und trotz Regensschlange, um eins der limitierten Sammlerstücke auf Vinyl in den Händen zu halten. Das Album ist toll. Es ist für jeden etwas mit dabei. Viel besser, als ich erwartet hätte. Ich glaube, die Musik wird für immer weiterleben. Die Stones sind zeitlos. Zusammen sind die Rolling Stones mittlerweile 235 Jahre alt. Ans Aufhören denken sie aber nicht. Nächstes Jahr soll es wohl wieder auf Tour gehen.